Hey, Pingu hier. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr da seid. Ich habe eine tolle Yamato-Runde für euch, in der es fast so aussieht, als hätte ich Wargaming dafür bezahlt, dass ich besseres RNG bekomme. Ich lasse euch das entscheiden. 17,3k auf Sieg. Wehe, du gewinnst nicht. Alchrismus, ich gebe mein Bestes, okay? Mux ist aber gegen mich. 72k an Gründen, dass er es leider nicht hat. Was? Hallo? Der Horus. Guck mal, da vorne ist der Horus 1, 2, 3 in seiner Türbitz. Pingulich? Das hat doch gar nichts mit Pingu zu tun. Jetzt verunglimpfe mal den Namen hier nicht. Oh je, yeah, die Turbitz ist ausgewichen, indem sie einfach langsamer geworden ist. Schade. Oh krass, ey, wir haben mega die Dampframme hier gleich bei Alpha, ne, wenn alle rüberfahren. B ist damit komplett verloren, aber... Das ist egal. Wenn die hier drüben richtig schnell Druck machen. Die Turbitz wieder. Deine Mackie würde ich gerne nehmen. Mecklenburg. Hört aber schon mir. Ich habe da schon drauf gepinkelt, die willst du nicht mehr haben. Wir haben mal gerade kurz 31.000 Schaden gemacht. Wir haben alle 9 Granaten getroffen auf der Türpitz. Eine Salve 31.333. Autsch, Türpitz. Nicht so wild. Dann nicht. Das hoffe ich doch. Hat noch jemand Login-Probleme seit dem Patch-Update? Wir hatten vorhin Server-Probleme tatsächlich. Da bin ich nach dem ersten Match direkt rausgeflogen. Wir müssen hier sehr schnell drauf pushen, Leute. Und kaputt machen. Was kaputt zu machen ist. Ohio dreht gerade leider schon. Wir haben noch eine Luoyang hier vorne. Ich würde trotzdem mal drauf fahren. Bevor wir Schiffe verlieren. Durch die Mitte ist mit Sicherheit einer durchgefahren. Er wird uns in die Flanke fallen wollen. Zum Glück habe ich noch eine Smolly und Adriatico da rechts von mir. Ich werde hier trotzdem auf jeden Fall Druck machen jetzt. Deren Amalfi kommt hier eventuell gleich breit noch umgefahren. Die Minnesota ist von der GK, was absolut Quatsch ist für eine Minnesota. Die GK hat nämlich Secondary, die kommt durch 32mm und durch 38 sogar durch. Große. Also wird die Minnesota nicht wirklich Spaß haben dort. Das Schiff setzt man so überhaupt nicht ein, wie der Jarek das da gerade macht. Oder demonstriert. Oh, eine Tübit-Zitadelle. Kann man mal machen. Macht der Pingu. Okay. Machen das jetzt hier ganz schnell, doch. Hey Ella, du sollst da nicht knabbern. So. Okay, cool. Die Amalfi hat einfach gar nicht ja, das war... das Hex. Leider habe ich gerade keinen Zita-Treffer oder generellen Treffer auf die Amalfi machen dürfen, weil mein ganzes RNG für die Salve davor aufgegangen ist auf die Türpitz. Hallo Merlin, moin. Und dankeschön für deinen Prime-Sub. Dankeschön für den Support. Vielen lieben Dank dir. Freut mich, dass es gefällt. Und herzlich willkommen damit in der Pinguin-Familie. Viel Spaß dir mit den Emotes. Dankeschön. Alter, du hast die Türpitz komplett verprügelt. Was hat die dir getan? Die ist einfach auf der falschen Seite gespawnt. Sie konnte nichts dafür. Tja. Okay, ich muss hier abbremsen, weil rechts kommen nochmal Battleships, Yamato und Co. Meine Schiffe sind sehr langsam. Leider. Adriatico hätte ein bisschen mehr Einsatz zeigen können gerade. Um ehrlich zu sein.
Ohio dreht ein. Wait. Ohio dreht ein. Gut gemacht! Ohio. I take that. Ja, Leute, jetzt hier ran! Go. Push, ey! Ihr lasst euch zu viel Zeit gerade. Kann nicht alles alleine machen hier. Kurfürst, du bist fast voll. Warum bist du weggefahren? Wovor hast du Angst bekommen? Jinan? Oh, ne, Azuma ist das. Azuma pusht noch die Ohio. Ist halt nicht das optimale Schiff, um zu pushen, gell? Aber immerhin wird hier gerade Druck gemacht. Was wichtig ist. Jetzt müssen wir uns nach rechts orientieren. Ohio dürfte rausgehen. So, die Amalfi ist zu. Wird sich nicht mehr zeigen, wie es aussieht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die Mitte angreifen. Und alles, was auf uns zukommt, durch die Mitte rausfokussen. Jetzt ist bloß die Frage, auf welches Ziel wir als erstes gehen wollen. Sind doch Paydeck, das? Auf der anderen Seite? Bezahlte aus meinem Team. Amalfi ist so weit weg. Die kommt leider mit ihrem Leben davon. Das finde ich jetzt nicht so toll. Ein Hellchen Lucifer übrigens, moin. Zur falschen Zeit im falschen Match, ja. So wirklich viel Schaden. Ja. Incomparable drüben, Rock und Secure Search. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich nicht auch nach unten fahre Richtung Incomparable, weil er scheint sehr aggressiv unten reinzudrücken oder reindrücken zu wollen. Was bedeutet, er wird dort nicht mehr wegkommen, wenn wir da jetzt gemeinsam drauf fahren. Gino, Incomparable fährt dort. Ne, ist stehen geblieben. Mal eine Sekunde, komme ich da ran? Fährt er rückwärts? Bitte sag mir, der fährt gleich rückwärts. Das wäre natürlich genial jetzt, ne? Wenn wir da Zitas kriegen. Doppelt Zita, Triple Zita. Nice! Incomparable ist raus, sehr gut. Next Ship down. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier selber nicht allzu viel kassieren. Amalfi ist oben mit 8000 Lebenspunkten. Wäre Miami. Komm ich nicht ran, aber die Amalfi könnte ich versuchen zu finishen. Jan van de Schoten, dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen, mein. Ich habe gerade eine heftige Salve kassiert, leider, von irgendjemandem. Buffalo Yoshino unten. Er ist zu schnell. Malenz, kriegst du das? 15.000 von der Puerto Rico habe ich bekommen. In dem Winkel, du. Der macht uns kalt hier. Molly, das kriegst du selber hin. Dann muss ich dir nicht mehr helfen gegen die Malfi. Das ist nicht geil, der Damage, den ich hier kassiere. Amaro dreht raus. Let's go, Salve raus. Kaum Schaden, schade. Und direkt wieder ein Brand von der Puerto Rico. Also die macht gerade echt ein bisschen Stress. Torpedos. Günstig. Mal 12k auf die Armee. Brauche ich nochmal einen Spot auf die Puerto Rico, weil die nervt extrem. Maschine und zeigt aber auch so schön Breitseite dort vorne dann. So, GK, ich hoffe, du hast noch genügend HP, um was zu tanken. Gesserge lebt noch gerade. Oh Gott, die sind fast weg dort oben. Das ist nicht gut.
Warum spots jetzt hier im Cap? Seit 46, hast du Hydro oder sowas? Hydro. Buffalo war gerade offen. Oh, die Adriatico Nebsel. Ein bisschen Glück haben wir vielleicht wieder eine Zeta auf die Babylon. Sehr schön. Ein bisschen Glück war dabei. Oh, die Black ist hier. Kriegt unser Team die Black weg? Smolensk? Let's go. Hoffe, ich nehme hier keine Black Torps mit. Ich kann gerade nicht wechseln, die Ziele, Leute. Buffalo ist so wichtig, dass sie rausgeht eigentlich. Oder die Yoshino. So wie die fährt. Oben ist die Z44. Überall richtig wichtige Ziele eigentlich gerade auf dem Garn. Oh, Yoshino hat einfach Glück gehabt. Mist. Yes, schön gemacht, Azuma. Azuma pusht. Die Azuma kriegt von mir auf jeden Fall noch einen Lobdurm. Schön, die Z44 ist auch raus. Wunderbar. Dann die Buffalo jetzt hier noch. Kann ich auch wieder näher ranfahren, nachdem unsere Leute da mal die Führung übernommen haben. Und push. Gibt, Moment, Azuma auf die, jeden Fall mal ein Lob, weil die hat vorhin auch gepusht, als es notwendig war. Wunderbar, Leute. Und eigentlich machen unsere DDs das auch richtig gut gerade. Und der Yamato gibt uns halt wieder eine massive Salve rein. Uiuiuiui. Eine Zita. Yoshino. 243.000 Schaden. Puerto Rico. Oh boy. Ah, er ist noch da. Ein Heckturm kann noch mal schießen. Komme ich eigentlich hier über die Insel drüber noch? Die Distanz? Oder gehe ich auf die Yamato? Ah, Ticken zu tief leider. Schade. Er pusht jetzt auf unsere Kirsarch. Yamato zeigt breit. 14,3 Kilometer, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da noch... Ach, eigentlich auf 14 Kilometer müssen wir eine Zita drücken können, wenn wir die richtig treffen. Wenn er nicht anwinkelt, so sehr. Aber ich darf halt auch nicht zu weit aufdrehen eigentlich. Na, der winkelt so gut. Glücklicherweise bin ich zugegangen, der wollte mich gerade auf uns schießen. 260k. Eilig im Pedobo, moin, servus. Okay, Yoshino würde ich als nächstes angreifen wollen nochmal. 15 auf die Yami. Yoshino steht nämlich für uns im Kreuzfeuer. Das ist praktisch. Er wird jetzt nochmal Richtung Kearsarge vielleicht winkeln. Nee, er macht eher auf für die Kearsarge. Warum macht er das? Er winkelt gegen uns. Zugegangen. Mist. Ein zu gutes Concealment leider. Schießt aber. Oh, Yoshino, das machst du gerade nicht ernsthaft, oder? Schön. Er ist raus. Ich repariere den Brand mal gerade. Dann müssen wir jetzt noch die Yamato killen und die Puerto Rico. Stark! Alter, 296.000 Damage bis jetzt. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Kraken hin, ja. Wenn die Yamato jetzt eindreht und Breitseite zeigt, wäre es möglich. Ein Heck zieht da. Ja, moin, Alter. Komm, let's go. Let's go, boys. Einfach mal Kragen gemacht. Jetzt haben wir den guten Reload. Jetzt haben wir einen Reload von 17 Sekunden. Das ist so abartig. TP-Regeneration. Wir können aber nichts mehr regenerieren, wie es gerade aussieht. Was ist mit ihm eigentlich? Haben wir gar nicht getroffen gerade? 314.000 Damage.
Oh, beschleunigt zu schnell. Haben wir einen besseren Reload schon als die Puerto Rico fast, oder? Ich weiß gar nicht, was hat die Puerto Rico für einen Reload? Alter, wir schmeißen halt mit Kleinwagen alle 17 Sekunden, ne? Mal gucken, ob wir noch den sechsten Kill bekommen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die GK holt den sich jetzt. Pingo kriegt den. Tatsache, 6 Kills. Also wenn das keine sehr gute Runde war, Leute, weiß ich auch nicht. Hallo YouTube, ich glaube auch. 333.000 Damage, 996. Auch stark. 10 Cheaters. Kraken, Großkaliber, Dreadnought, Unterstützer und Devastating Strike. 3188 Base. Oh, endlich mal wieder sowas. Richtig geiles. Stark. Stark, stark, stark. Und die arme Tirpitz. Mit der hat's angefangen. Ja. Gut, dass ich das jetzt hier schon wieder speichern kann.